meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zum heutigen Malermeistertag. Ich möchte mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, liebe Teilnehmer, liebe Jungmeister, dass ihr vor 6 Monaten hier angefangen habt, dass ihr den Mut hattet, euch anzumelden für die Meisterprüfung, dass ihr diesen Weg gegangen seid. Wir haben Spaß gehabt, war mal lustig, wir haben diskutiert, das gehört auch dazu. Aber ihr habt nie euer Ziel aus den Augen gelassen, den Meistertitel zu erringen. Die Veranstaltung heute war ziemlich emotional. Es war eigentlich großartig zu sehen, was wir in den letzten Tagen bzw. Wochen und Monaten eigentlich auf die Reihe gebracht haben. Das war extrem. Aber jetzt bei der praktischen hatte ich echt Spaß. Schlussendlich, als die Zeit knapp wurde und man gemerkt hat, oh, jetzt hat man nur noch 1,5 Tage, jetzt muss man Gas geben und es steht doch noch nicht alles fertig, da hat man dann schon leicht Bammel gehabt. Das heißt nicht umsonst Meister. Man wird schon gefordert. Aber wie gesagt, ich habe am Ende geschafft. Das ist sehr wichtig. Jetzt muss man die Kohle wieder abbauen. Am liebsten würde ich sie mit heimnehmen, aber das geht leider nicht. Aber ja, trotzdem, den Tag genieße ich jetzt. Auf die Kohle muss ich ehrlich sagen, bin ich mega stolz. Jeder hat das gezeigt, was er gelernt hat, was er kann. Und super Ergebnisse, super tolle Kohle. Ich würde den Kurs weiterempfehlen, weil er einen im Leben weiterbringt und ich habe ihn auch weiterempfohlen an meinen Auszubildenden. Das war bis jetzt der tollste Dozent, auch Lehrer, den ich hier hatte. Also der war auf jeden Fall sehr klasse, toll. Also es hat mit ihm Spaß gemacht, auch die Ausflüge, was er geplant hat, top, toller Lehrer. Ich habe auch sehr viel gelernt, sonst hätte ich die Techniken nie von mir selbst gemacht. Dank ihm habe ich eben das auch geschafft.